gut, ihr Lieben. Mirja, ja. Ich habe zwei schlechte Nachrichten für dich. Erstens, du bist mit Olli verheiratet. Ha. Zweitens, Olli sieht zwar schweinegut aus, aber ist pleite, hat all euer Geld durchgebracht im Casino. Und du stellst ihn jetzt zur Rede. Und zwar bitte ich euch jetzt mal hier vors Casino, euch beide, Olli, Mirja, ja. Du stellst jetzt einen nichtsnutzigen Gatten zur Rede. Also das Ganze aber von A bis Z, ihr Lieben, um es ein bisschen schwerer zu machen. Ich freue mich. 8 Millionen auf die 12. Aber ein Scherz, 12 Millionen auf die 8. Bernhard. Chantal. Chips, hast du noch Chips für mich? Du kommst jetzt sofort nach Hause. Es ist gerade ungünstig, weil ich habe 8 Millionen gesetzt. Fass ich nicht. Du hast schon die Kinder verspielt. Ganz kleine Kinder waren das aber echt. Wirklich. Ehrlich, die waren ja quasi noch, nicht? Hallo, die waren schon in der Schule. Ich würde jetzt gerne zu Ende spielen, da komme ich mit, okay? Ja, aber ich möchte das nicht. Kann ich eben noch den Rest verballern, dann können wir fahren. Lass es bitte einfach sein. Mutti, nun lass mich doch zu Ende spielen. Das muss doch möglich sein. Na, so alt sehe ich ja noch nicht aus, ja? Oh, doch. Pupskopf. Oh. Guantalamera. Ah, sie spielen unser Lied. Ja, hela, Guantalamera. Guantalamera. Ich muss kurz zu Ende spielen. Richtig, immer wenn es schwierig wird, fängst du an zu singen. So, jetzt haben wir alles verballert, wir können fahren von mir aus. Tu doch nicht so, als wenn wir noch irgendwas gehabt hätten. Und wenn ich vielleicht noch deine Nieren verkaufen könnte? Vorsicht, Freundchen. Wenn Spielen jetzt verboten ist, dann gehe ich nach Hause. X-mal habe ich dir gesagt, du sollst aufhören zu singen. Jazzi, darf ich wenigstens Jazzi spielen? Zu Hause aber noch ein Mensch, ärgere dich nicht. Komm jetzt.